Profilaks u Splitu, ali danas imamo posebnu priliku upoznati gospodina koji je prvi namjestio nekome atlas i u stvari otkrio sve što je povezano s atlasom, a to je gospodin René Schimperli iz Švicarske. Jesam li dobro, Vladimire, rekla da je odličan, gospodin Švicarski? Odličan, odlično. S obzirom da gospodin René govori njemački, Vladimir će mi poslužiti kao prevoditelj ili u redu? Tako, ja ću trujiti da prevesti ovaj sa hrvatskog na njemački za... Dobar dan. Guten Tag. Guten Tag. Dobro, ovo smo svi razumili. Evo ovako, ja ću krenuti s pitanjima koja mene zanimaju, a ako ti, Vladimire, misliš da ja nisam postavila nešto što je bitno... Mogu razjasniti nešto, dodati nešto. Ili pitat nešto što misliš da bi gledateljima bilo bitno. Odlično. Može tako. Evo, vi ste prvi otkrili da je atlas jako bitan za naše zdravlje. Objasnite mi kako ste uopće došli do toga da se pitate i postavljate sebi pitanje što je atlas i zašto je on nama toliko bitan. Sie fragte se, wie haben Sie gefunden, dass der Atlas so, so, so wie sagt man, weich ist, important, so wichtig ist, dass es das rotiert und wie ist das so zusammengekommen? Wie ich überhaupt auf den Atlas gekommen bin, das ist natürlich eine ganz lange Geschichte. Der Duga Pritscher, kako je došao do Atlasa, ali? Wir haben vielleicht zu wenig Zeit, aber ich mache es ganz kurz. Ich hatte einen schweren Unfall im Alter von 4,5 Jahren. Ich habe dann das erste Mal mit 28, im Alter von 28 Jahren nach einem schweren Unfall noch im Militärdienst von einem Atlas gehört. Und zwar von einem Vitalogisten. Vitalogie ist eine Abzweigung von der Lehre des Bichy Balmers über die, eine vermeintliche Subluxation, da werden wir später noch darüber reden, ist also eine Kopie von Bichy Balmer, von einem Schweizer Chiropraktor in die Schweiz importiert und dann aus Vitalogie vermarktet worden. Odlično, dok je bio u vojsci sa 28 godina je vidio da može uzrokovati njegove tegobe sa ischašnim atlasom, čuo za jednu tehniku koja se zove vitalogija, koja je biti vrsta kiropraktike koja je postala od BJ Palmera, znači sin od Didi Palmera koji je osnivao kiropraktiku, i ona se ta tehnika se podučevala u Švicarskoj pod nazivom vitalogijom, to je to namješanje atlasa i onda je on počeo se s time baviti. Jeste li tražili pomoć kod liječnika ili ste odmah išli baš kod ovih? Okay, waren Sie auch beim Arzt oder sind Sie direkt gegangen noch nach der Vitalogie? Ich war bei meinem Hausarzt, der mir glücklicherweise immer geglaubt hat, die Beschwerden, die ich hatte. Und dann sagte er mir, geh doch mal zu dem Vitalogisten, der seit einiger Zeit schon im Dorf ist. Ja, aber Sie haben alles andere schon versucht, auch mit der klassischen Medizin. Ja, natürlich. Ich bin von einem Arzt, einem Professor, einem Doktor zum anderen gereist. Und niemand hat mir geglaubt. Und schlussendlich Diagnostik psychisch krank, nicht wie leider, nicht aus Unwissenheit. Und dann bin ich aber doch bei diesem Vitalogisten gelandet. Und da habe ich eben zum ersten Mal, acht Jahre nach dem Unfall im Militärdienst von einem subluxierten Atlas gehört. Die Subluxation wird dahin interpretiert, von damals 1935 schon von Bichy Balmer in Amerika, dass der Atlas ganz minimal verschoben sein kann. Ich muss übersetzen, das ist viel gesagt. Okay, so, znači, obišao je sve ljekare i liječnike i profesore i svi su mislili da su možda njegove čak tegobe umišljene, pošto nisu ništa vidjeli, kao ništa ne fali. Onda jedan doktor posumnio da može u pitanje atlas, kaže, ima mogućnost da je atlas u pitanje, odite kod ovoga koji namješta atlas. I ona se upoznao sa tom atlas tehnikom koje je 1935. BJ Palmer razvio u Americi. Jeste li bili zadovoljni kako su vam oni riješili problem ili ste vi dalje tragali? So, waren Sie zufrieden mit dem Vitalogie dann? Ja, ich habe natürlich das erste Mal von einem Atlas überhaupt gehört und ich habe dann auch laut den Erklärungen des Vitalogisten intuitiv sofort erkannt, dass wirklich meine schweren Probleme, unter denen ich jahrelang gelitten habe, vom Atlas verursacht werden. Von der Subluxation natürlich, weil ich wusste ja nichts anderes davon. Ich wurde dann auch behandelt von diesem Vitalogisten und habe natürlich dann auch entsprechende Reaktionen gehabt. Okay, znači, on je vidio da tu ima nešto, je to povezano za atlas, je išao na tretmane i redovite tretmane toga namješanja atlasa kroz vitalogiju i vidio da tu ima nešto i bilo nekakvih reakcija. Do duše, nije to bilo to. Das war aber nicht das.
I onda ste vi sami istraživali i nekome ste morali prvome namjestiti. Wer war der Erste, der seine Korrektur gemacht hat? Und dann, also dann habe ich dann auch den Guru der Vitalogie kennengelernt, der Schweizer verstorbene Chiropraktor. Und der hat mir... Möchte ich lieber nicht. Okay, also keine Namen. Okay. Ne bi imena rekao da... Nije ni bitno, nego bitno... Neka samo reče ili nekom muškarcu ili ženi, nekom, moraju na nekome učiti. Jasno. Ne. Rekao, znači, upoznao je čovjeka koje je doveo tu taj vitalogu iz Amerike, ustanovio to, koji je bio, kao kaže, guru za to, u Švicarskoj i surađivo s tim i učio od njega. And then? Also der Schweizer Chiropraktor hat mir selber auch bestätigt, dass alle meine Beschwerden von der Subluxation meines Atlas verursacht würden. Und er hat mir selber den Atlas auch korrigiert. Ich hatte furchtbare Reaktionen. Der Professor hat natürlich gesagt, das sei natürlich, das seien Selbstheilungsprozesse. Ja, dem Patient bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als daran zu glauben, nicht? Was ich auch getan habe. Später hat der Professor mir suggeriert, ich solle doch auch Vitalogist werden. Nakon nekoliko tretmana i bilo nekakvih reakcija i on je rekao, vidio da to ima nekakve veze s atlasom i on njemu je rekao nakon tih tretmana da bi on mogao sve tu vitalogiju raditi. Da objasnimo, znači gospodin se obratio onim ljudima koji se bave vitalogijom, a to nema veze sa današnjim namještanjem atlasa koliko sam ja razumila. Tako je, znači vitalogija doduše još danas to rade i kiropraktičari, ali to znači nema veze što mi radimo. Oni namještaju atlas ručno s jednim udarcem i malo ga manipuliraju, doduše ne mogu ga dovesti na svoje mjesto. Dok mi smo, dok René razvio ovu tehniku gdje se on trajno namjesti, znači rotira, kompletno stavi natrag na mjesto, trajno i odmah. Ne? Znači to smo sad razriješili vitalogije. Recite mi, prije koliko godina ste vi prvi počeli raditi sa pacijentima? Das erste Atlas-Korrektur haben Sie gemacht? Dann? Also ich wurde dann zum Vitalogisten ausgebildet, habe meine Praxis eröffnet und habe zuerst meinen Freunden, Bekannten, den vermeintlich subluxierten Atlas, das habe ich aber erst später erkannt, dass das vermeintlich ist, okay. Nicht? Den subluxierten Atlas korrigiert. Man hat nach dieser Ajustierung sensationelle Reaktion, die meisten Menschen nicht. Ich will dann später noch erklären, wie es überhaupt zu diesen sensationellen Reaktionen kommt. Okay, znači, on je radio kao vitalogist i namještao ljude i radio na Atlasu i bilo nekakvih reakcija. Znači, on kad je napravio tretman, bilo nekakvih reakcija, što on krivo protumačio kao neko samo isceljenje i neko poboljšanje, zato što su te gobe kao privremeno odu. Also laut der Lehre von Bichi Balmer und dem Schweizer Chiropraktor muss der subluxierte Atlas immer wieder ajustiert werden. Konstantno se taj subluxirani Atlas mora namještati po učenju kiropraktike vitalogije, ne po Bichi Palmeru. Znači konstantno neko održavanje redovito atlasa. Kao i kod drugih kiropraktičara danas, koji isto govore da se mora stalno i više puta. Tako je. Also der Atlas muss immer wieder ajustiert werden, die Subluxation muss immer wieder ajustiert werden, weil der Atlas nicht am Platz hält. Und das dauert immer wieder, der kommt immer wieder in die ursprüngliche Lage zurück. Ich selber wurde hunderte Mal korrigiert, nicht? Und man hat uns auch während der Ausbildung gelehrt, dass der Atlas des Menschen ein Leben lang ajustirat werden müssen. Doživotno održavanje atlasa, znači po njihovoj teoriji treba to doživotno održavati. I onda je gospodin Šimperli došao, vi ste došli do toga da atlas namjestimo jedan put za cijeli život. Ich habe dann dank meinen Kunden, die mir doch vertraut haben, meine Kunden meiner Vitalogiepraxis, allmählich Zweifel bekommen an dieser Methode, an dieser Theorie der Subluxation des Atlas und haben mir Fragen gestellt. Ja, weshalb hält er nicht am Platz? Zašto se Atlas ne može namjestiti? Zašto se uvijek vraća? Zašto se o toj subluxaciji radi? Nije mu bilo jasno. Vidite da tu nešto fali. Man hat mir darauf keine befriedigende Antwort geben können. Aber weil ich selber sehr schwer gelitten habe und eigentlich nur das eine Bedürfnis hatte, den leidenden Menschen zu helfen, wurde ich eigentlich regelrecht dazu gedrängt, zu suchen und zu suchen und zu suchen. On je sam imao te probleme zdravstvene und konstantno tražio i tražio i tražio. Zu suchen und zu suchen nach der Ursache unseres Leidens. Und der Atlas ist der Schlüssel.
I on je vidio da je Atlas ključ u biti našim zasnim tegobama. Da.